Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Hört sich ja an wie Resident Evil 2. Okay, wir brauchen die Donkey Kong Münze und die bekommt man anscheinend. So habe ich glaube ich in Erinnerung. Wenn man Erster wird. Wir haben auch ziemlich gut angefangen, aber eine hat mich echt genervt. Und da sind wir nur Dritter geworden. Wir müssen Erste werden. Platz 8. Ja, der Anfang geht so super. Zack. Was soll ich dazu noch sagen? Ihr wisst, was zu tun ist. Platz 5. Die zu überholen ist keine Kunst, aber dabei nicht in den Abgrund zu fallen, das ist schon was anderes. Der da hat uns die ganze Zeit so belästigt. Jetzt nicht. Diesmal nicht. Na komm schon. Das war's. Noch zwei, komm. Wow. Und noch einer. Da ist er, der letzte. Komm schon. Wie soll ich denn so einholen? Jetzt. Das ist die Donkey Kong Münze. Und gerade so ins Ziel. Die Strecke war schon ziemlich knapp. Ah, hier ist ein Haken. Moment. Hä? So wird's gemacht. Ist doch schön, dass wir diese Donkey Kong Münze jetzt auch einkassiert haben. Was kommt jetzt? Cranky! Auf Museum. Die anderen Spiele können ja auch nur Schrott sein. Ich spiele jetzt sonst nirgendwo mit. Schaut euch doch das Menü genau an! Was gibt's zu essen? Wespenfalle. Ah, ich habe keine Lust zu lesen. Okay. Die Früchte auf der anderen Seite der Dornen sind frischer. Springt dorthin! Achso, er meint durch die, ne? Was wir gesehen haben, als wir... Ihr solltet jetzt keine Probleme mehr haben, okay. Das war ein Kiwis Goldgrube, Herr Kongs. Ich habe einige tolle Preise in meiner Goldgrube. Wollt ihr sie gewinnen? Winkliges Spiel. Wie lautet der Name dieser Welt? Das ist das tiefe Grünland. Welche Farbe hat euer Freund der Papagei? Grün auf jeden Fall. Ja, und damit fallen alle anderen außer A weg. Wie heißt die Firma, die dieses Spiel und Donkey Kong Country entwickelt hat? Rare. Und Nintendo. Wir haben heute einen Gewinner. Crazy Chris. Wie heißt das erste Wespen-Nest-Level auf der Insel? Wespenfalle. Wer ist die alte Frau, die die Kong-Schule leitet? Das ist Chappy. Susi. Winky Kong. Welches dieser Objekte kann man in Clubhouse-Kiosen nicht finden? Das ist schwierig. Keine Ahnung. B auf jeden Fall nicht. Ein Bild von King Karol, also, ja. Kommen wir zu Baboon Booty. Wie heißt euer Freund? Die Schlange. Das ist Radley. Welche Farbe hat die Weste? Die Weste? Die Cranky Kong Affenmuseum trägt. Orange, oder? Okay. Scheinbar nicht orange. Das ist diesmal grün. Welchen Gegner sieht er in dieser Welt zuallererst? Power 9 Schwanz? Gut. Mal wieder alles gewonnen und damit geht's weiter in den nächsten Level, der lautet Moor des Schreckens. Nicht schon wieder ein Sumpf. Ja, was ist ein Moor sonst? Dumme Frage. Ja, da erschrecke ich mich jetzt schon, ne? Wir hatten noch genug Sumpf, Mann. Oh, freut mich, dich kennenzulernen. Boom. Den werden wir noch öfter sehen, der wirbelt uns einfach wild durch die Weltgeschichte herum. So, ihr macht euch auch mal nützlich. Was ist da drin? Bananen. Wahnsinn. Schon wieder. Ist immer gefährlich, man weiß nie, wo man landet. Aber diesmal einfach senkrecht nach oben.
was nicht so gefährlich ist. Wie ein Zinger zum Beispiel. Noch eine Truhe. Da oben ist was, definitiv. Oh. Ey, achso. Das war eine Unverwundbarkeit, die da oben war, oder? Nein! Mit dem Power 9 Schwanz müssen wir doch nach oben. Hey, sag mal. Ich wollte eigentlich... Aha. Naja gut, entweder benutzen Huckepack... Oh nein, wieder von vorne. Entweder benutzen den Huckepack oder wir benutzen den Power 9 Schwanz. Also da vorhin, an der Stelle. Ich habe den fertig gemacht, von daher ging gar nichts. Ach, Spaß dir. Mir juckt's an der Nase. Oh Mann, das ist selbst für Dixie hier nicht einfach. Genaues Timing ist erforderlich. Jetzt guck ich mal, was da drin ist. Das ist wirklich nur die Unverwundbarkeit. Macht doch nichts. Dann mal los. Aber nicht zu schnell, denn wir müssen Power 9 Schwanz am Leben lassen. Komm mal her. Ey! Aus uns hat er mich doch in die Luft gewirbelt. Warum diesmal nicht? Oh. Ey, ohne Mist. So ein Quack. So ein Quackes. Ach, geht mir nicht auf den Sack. Ich will diese Truhe nicht. Ich behalte einfach beide, da kann ich nichts falsch machen. Da bin ich nicht auf diesen Gegner angewiesen. Boah, gerade noch so. Ich habe gedacht, ich wäre schon wieder tot. Also müssen wir uns doch auf diesen Power 9 Schwanz verlassen. Jetzt war ich zwar mit ihm drin gewirbelt, aber er hat mich mit in den Sumpf gezogen. Da bedanke ich mich doch ganz herzlich bei ihm. Danke, Power 9 Schwanz. Nee, Leute. Nee, nee. Sumpf. Ich mag keine Sümpfe mehr. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ist dann hoffentlich, glaube ich, auch wirklich der allerletzte Sumpflevel. In dieser Welt. In diesem Spiel. In der ganzen Spielreihe. Hoffe ich. Donkey Kong Country 4. Alles voller Sümpfe. Ja, das ist meine Meinung dazu. Okay, Leute, bitte zusammenreißen. Also, ich meine jetzt eher mich. Also, sollte ein Appell an mich selbst sein. Sich doch bitte mal anzustrengen. Und hier nicht immer baden zu gehen. Ist eh so dreckig, das Wasser. Da machen wir halt eins am anderen. Der Level ist auch wirklich nicht ohne. Also, die Levels würden schon schwieriger. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben gerade mal die Hälfte in etwa. Ah, das war ja ein Donkey Kong Fass. Hat man gar nicht so gesehen. Nein, das war mir so klar. So, jetzt wirbel mich hoch. Richtige Richtung. Oh Mann. Ey, du bist jetzt so gar nichts gut, ne? Komm her. Jetzt nach oben rechts. Rechts, nicht links. Wir können es nicht kontrollieren, wo er uns hinschleudert, deswegen... Oben links. Hey, Hammer. Ey. Wenn ich mein Schäubert nicht so lieb hätte, würde ich es jetzt irgendwo anknallen. Aber... Mein Schäubert.
kommt davon, wenn man seinen Partner nicht mit hin nehmen kann, bis nach ganz hinten. Oh Mann, das nervt mich hier, dieser Abschnitt. Nicht vergessen, in einer der Truhen ist ein Donkey Kong Fass. In einer der Truhen ist ein Donkey Kong Fass. In einer der Truhen ist ein Donkey Kong Fass. In einer der Truhen ist ein Donkey Kong Fass. In dieser Truhe vielleicht? Nein. In dieser Truhe doch. Ah. Wir machen diesen Part mal länger, weil ich habe so wenig erreicht und ich will jetzt noch etwas schaffen. Etwas erreichen. Ich will etwas tun. Die Welt bewegen und bereisen. Ich sehe nur Sümpfe. Oben rechts. Rechts. Mein Freund, rechts. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Hm, schon wieder. Au, toll. Ich nehme jetzt mal Checkpoint. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Donkey Kong Fass. Ey, so lösen sich die Probleme doch ganz von allein. Erstmal ein paar Schritte vorgehen. Und dann kann man Huckepack benutzen. So einfach geht das. Und ihr macht euch das so umständlich die ganze Zeit. Sammle die Sterne. Okay, das mache ich gerne. Nur mit Huckepack geht das. Sehr schön. Es sind ja auch nicht sehr viele. Also die Zeit ist immer wirklich sehr großzügig. Wow, das war knappi. Ah, hier nicht erwischen lassen vom neuen Schwanz, denn sonst sehen wir alt aus. Auch hier meiden. Da könnte uns in die Zinger schleudern. Gut, dass die Kugel drauf bleibt. Denn wir brauchen sie für hier. Für diesen Bonus-Level. Mache alle Gegner fertig. Mit was? Mit Kanonenkugeln. Oh. Aber es geht scheinbar. Oh Mann. Ach so. Krieg ich eine frische Kanonenkugel. Falls sie flöten gegangen ist. Finde ich gut. Ach, das war's schon. Okay. 46. Wir brauchen 75, glaube ich. Wir haben schon wirklich viel, muss ich sagen. Wir haben schon irgendwie ziemlich viel. So, immer die Fässer mit benutzen als Sprungbrett. Oh. Ich vermisse die Donkey Kong-Münze. Und jetzt haben wir die Krokodilköpfe, die auch mal verschwinden. Toll, da war eine Banane drin. Kauf den Keks. Nein, ich habe schon eine Banane. So. Dong, dong. Ah, da ist die Donkey Kong Münze, aber... Staude, Leben, Münze. Münze, Münze. Also, nach der Münze kommt immer die große Münze. Ey, mehr Timing gibt's ja echt nicht mehr, oder? Münze. Ey, das ist doch fies. Aber ich hab's geschafft. Ja, schön, dass wir mal das 15-Minuten-Limit wieder mal ausreizen konnten. Weiter geht's im Rambis Donnergetöse. Das wird lustig. Rambi gegen die Riesenbiene. Aus Teil 1. Bumble Brumble. Und das wird wieder unser Endgegner sein. Also all unsere tierischen Helfer kämpfen gegen die Rache der Bumble Brumble an. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.